Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bei uns bist, denn das ganz Besondere ist, dass es auch eine der letzten Möglichkeiten ist, mit dir in so einem Format zu arbeiten. Und wir haben heute Morgen auch schon umgestellt, dass wir alle ein bisschen näher einfach dran sind und miteinander arbeiten können. Ich freue mich sehr darüber. Dr. Bernd Schmidt ist der Gründer, die Leitfigur der ISB GmbH in Wiesloch und des professionellen Netzwerkes, was dazugehört. Es sind 4.000? Mittlerweile fast 5.000. Okay. Absolventen des Netzwerks, ein paar sitzen heute auch hier. Du hast die systemische Weiterbildungsszene geprägt mit deinen Konzepten, wie kaum ein anderer, und deinen Modellen. Und hast dafür ganz viele Auszeichnungen erhalten. Es gibt unzählig viele Veröffentlichungen, die alle oder die meisten im kostenlosen Download erhältlich sind, wer sich informieren möchte. Es gibt einen total schönen Blog zu persönlichen Themen und professionellen Themen, wo man ganz viele deiner Essays lesen kann. Und ich glaube, alles andere ergänzt du, was du noch sagen möchtest. Ja, und ich wünsche uns jetzt allen einen ganz inspirierenden, interessanten Tag und freue mich sehr. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Also vielleicht das Technische vorweg. Wir filmen heute und ich habe auch vor, praxisberaterisch was zu machen, also Ihre Anliegen auch mit Ihnen zusammen zu besprechen und von dort aus gehend sozusagen ein bisschen in unsere Welten hineinzugehen. Und wir können das aufnehmen und entweder Sie kriegen es einfach nur für sich und wir halten es unter Verschluss, und die einverstanden sind, können wir immer noch überlegen, was wir sonst noch damit machen. Also Sie haben alle Möglichkeiten, die Hand drauf zu lassen. Sodass Sie, ich habe ein Bedürfnis, dass zumindest die Teile, wo ich einiges rede, drauf kommen, weil ich am Sortieren meiner Hinterlassenschaft bin. Und das, was ich heute mache, werde ich bestimmt nicht mehr machen, und wen es interessiert, der kann sich das dann per Video angucken. Ist es okay so? Ja. Gut. So, das war das Technische. Das wollte ich erst machen, dass ich das nachher nicht nochmal einstreuen muss. Und sonst habe ich gar nicht recht gewusst, dass ich ja in eine Familienkultur, eine unternehmerische Familienkultur gekommen bin. Und das hat mich ja immer schon beschäftigt, was eigentlich das Unternehmergehen in diesem Blut, Unternehmerblut, ob man das hat oder nicht hat. Und Freiberufler, Unternehmer, angestellte Mitarbeiter, da habe ich auch einiges drüber geschrieben, wenn das interessiert. Also weil ich sehr viele scheitern sehe, die eigentlich als Freiberufler denken, sie können Unternehmer werden und so halb gar dazwischen hängen bleiben. Aber auch Unternehmer, die ihre Nachfolge nicht auf die Reihe kriegen, weil sie völlig unterschätzen, was das bedeutet und welchem Stadium ihr Unternehmen ist. Also wenn solche Dinge Sie interessieren, kann ich gerne auch meine Erfahrung beisteuern. Aber es rührt mich, weil Sie haben auch jetzt einfach so viele Kulturwerte angesprochen. Und je älter ich werde, desto mehr ist mir wichtig, dass wir neben einer vernünftigen Leistung einfach auch Lebensqualität für die Menschen im Arbeitsleben produzieren. Ich halte, wahrscheinlich wird das am ehesten bleiben. Und ich habe dazu auch vieles geschrieben, wen solche Dinge interessieren. Kommt ein kleiner Essayband jetzt raus über Verantwortung, wo Essays gerade, die das umkreisen, zusammengefasst sind. Ja, das ist das eine. Das andere rührt mich, dass du so erwähnt hast, dass wir doch, also ich dachte, den Bernd Schmidt, den wollte ich auch mal gern kennenlernen, muss ja ein toller Typ sein. Das
ist er. Aber ich glaube, viele andere hier haben ja sicher auch schon viel in ihrem Leben erreicht und die wissen dann, von innen fühlt es sich nicht unbedingt so an, als hätten wir jetzt sozusagen eine Schatztruhe voll, auf der man jetzt hocken und thronen kann und sich darauf ausruhen. Man muss immer wieder neu in die Bütt. Und ich bin zurzeit sehr aus der Übung, deswegen habe ich zum Beispiel heute Nacht ziemlich schlecht geschlafen. Früher war ich immer so ein bisschen im Manischen. Ich dachte, ich bin der Größte und da habe ich sowas mit links gemacht und dieses Mal weiß ich überhaupt noch was. Und je älter man wird, desto mehr verlässt, ich weiß nicht, ob es ein Stück zunehmende Bescheidenheit und Weisheit ist oder ob es eine zunehmende Altersängstlichkeit ist, irgend so eine Mischung davon. Und man muss, glaube ich, was dafür tun, dass man da gut für sich sorgt und so ein bisschen aus diesem Heldenstatus auf gute Weise Abschied nimmt. Ja, was wirklich, glaube ich, gelungen ist, dass wir Weiterbildung im Feld anbieten und das sind zweijährige Weiterbildung, also aus irgendeinem Grund hat auch der Markt uns gerne so angenommen, dass Menschen, die einfach nochmal neu ihre berufliche Identität sortieren möchten, manchmal auch in der Mitte des Lebens nochmal ihren Rucksack neu packen möchten oder in Krisen nochmal neu überlegen, wie soll eigentlich die Welt für sie gefügt sein, wie macht es ihnen Sinn, dass wir da offenbar gut angenommen werden, sodass wir einfach jetzt schon seit 32 Jahren da unterwegs sind. Vor 2 Jahren haben wir 30-jähriges Jubiläum gehabt. Auch dazu gibt es Material. Ja, und dass wir 2/3 bis 3/4 interne haben, zeugt von der Haltung, die wir schon immer gepflegt haben, dass eigentlich Unternehmensentwicklung im Unternehmen stattfindet oder nicht. Ich glaube nicht daran, dass man Unternehmensentwicklung von außen konzipieren und hineinbringen kann. Das ist etwas, was uns heute vielleicht schon noch beschäftigt. Man kann Hilfestellung leisten, aber ohne das Engagement und die Verantwortung und das Selbstvertrauen derer, die es im Alltag intern umsetzen müssen, ist das nicht zu machen. Und deswegen sind wir so froh, dass viele Unternehmen schon seit Jahren ihre Schlüsselfiguren schicken, die dann alle in der gleichen Kultur angeregt werden, sodass sie dort vor Ort dann die Dinge zusammenfügen können. Und trotzdem bleibt es schwierig genug. Ja, zu mir persönlich. Ich werde im Dezember 70 und ich bin in der Ehrenrunde. Ich habe sowohl in der GmbH alle Funktionen übergeben, spiele so den Senior im Hintergrund, aber sonst ist alles übergeben, habe damit frühzeitig angefangen, sodass es ganz sanft und gut gelaufen ist, diese Übergabe. Wir sind auch gesellschaftlich sehr engagiert, das heißt, ich habe mich entschieden, nachdem das, was wir privat brauchen, sozusagen hinter der Brandmauer ist, habe ich mich entschieden, die GmbH habe ich eine Stiftung gegründet und werde die GmbH an die Stiftung verschenken und die Tätigkeit der Stiftung aus den Überschüssen der GmbH finanzieren. Und auch das ist schon seit einigen Jahren im Gang. Und der Zweck der Stiftung ist, OE-Know-how für gemeinwohlorientierte Organisationen, Initiativen zur Verfügung zu stellen. Weil in diesem Stiftungsbereich, gemeinwohlorientierten Bereich, wird oft mit sehr, sehr viel Engagement gearbeitet, aber oft auch fehlt das OE-Know-how, wie man das nachhaltig machen kann, wie man es über Generationen weitergeben kann, wie man es ausrollen kann, wenn es eine gute Sache ist. Und wenn man ein ganz tolles musiktherapeutisches, pädagogisches Konzept für Kindergärten zum Beispiel hat, das funktioniert beim Gründer vor Ort. Aber wenn der das dann in anderen Städten ausrollen will, da braucht er nicht musikpädagogisches Know-how, da braucht er OE-Know-how. Das wissen diese Menschen oft aber auch nicht. Also insofern versuchen wir denen auch zu helfen, zu verstehen, dass sie da noch Know-how aus unseren Sphären mit hinzunehmen können. Und die Stiftung organisiert diesen Austausch und die fachliche Arbeit machen die Alumni aus dem Netzwerk pro bono.
Die kriegen aber die Bühne bereitet. So, wir haben jetzt gerade wieder Schmidt Stiftung Summit gehabt und die sagen, sie finden es toll, dass sozusagen das ganze Feld für sie bereitet wird, sodass sie mit den 2-3 Tagen im Jahr, die sie da einbringen, fachlich richtig gefordert sind und was Sinnvolles tun können, weil eben die Bühnen bereitet werden. Und das ist das Bereiten dieser Bühnen in unserem konzeptuellen Rahmen, das macht diese Stiftung. Gut, jetzt habe ich, das ist das letzte Seminar dieser Art, das ich mache. Also das ist, ich habe es, weiß nicht, vor einem Dreivierteljahr oder so zugesagt. Ich glaube, vor 4 Wochen hätte ich es nicht mehr zugesagt. Aber dann, als die Doris mich angefragt hat, ich dachte, ah ja, warum nicht, so ganz nett, mache ich mal. Und jetzt habe ich mich wieder darauf besonnen, das Kultur, Integration von System- und Personenqualifikation, alles meine Herzensthemen. Und dann habe ich geguckt, was haben wir da an PowerPoint und das alles. Und da habe ich gemerkt, das habe ich alles schon erzählt. Also das, was ich jetzt, ich habe zwar das vorbereitet, ich habe es auch dabei, kann es auch vorzeigen, aber ich habe gedacht, ich mache jetzt hier keine PowerPoints zu Hause. Wer das möchte, können wir gerne die Links bereitstellen, da erzähle ich das. Sondern meine Mitarbeiter sagen mir immer, du bist am besten, wenn du am Essenstisch ins Erzählen kommst. Und da habe ich gedacht, ich versuche in diesen Erzählen-Modus zu kommen und dann auch in einen Gesprächsmodus mit Ihnen. Und ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich jetzt vielleicht noch eine, weiß nicht, halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen was erzähle, also Kernthesen zum Thema, für das ich angetreten bin. Dass wir danach kurz in Untergruppen gehen, gemischte Untergruppen. Wir haben jetzt ja keine Einführungs- und Vorstellungsrunde gemacht, habe ich auch gar nicht vor. Sondern dass, wenn Sie da zusammen sitzen und Sie kennen sich nicht, stellen sich kurz untereinander vor. Im Laufe des Tages werden Sie sich kennenlernen. Ich fand diese langen Vorstellungsrunden auch immer ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Ich bin davon weggekommen und sie fehlen mir eigentlich nie. Aber also wenn ich dann jetzt so Kernthesen erzählt habe, vielleicht auch so ein paar Beispiele noch, was mich wirklich bewegt an der Sache, dass sie dann in 20, Viertelstunde oder so in eine Untergruppe gehen und miteinander reden, was hat das bei Ihnen angeregt und welche Fragen entstehen in Ihnen, was würden Sie gerne heute hier machen und auch wofür wollen Sie mich noch nutzen. Und dann gucken wir mal und wir können dann im Weiteren, ich habe verschiedene Sachen vorbereitet, die wir machen können. Ich würde auch eher auch mal fallorientiert was zu machen. Also mein Anliegen ist, ich lasse mich gerne nutzen. Also wenn Sie Ideen haben, nachdem Sie ein bisschen Gefühl haben, was ist das für einer und wie Sie mich nutzen können und wollen, probieren Sie. Ich mache mich gern nützlich. Das einzige wirklich tiefe Lob, das mir von meiner Mutter im Sinn geblieben ist, das ist immer schwäbischer Pietismus, dass sie mir mal gesagt hat, du bist aber tüchtig, dich kann man brauchen. Und wann immer ich das Gefühl habe, dass das so ist, geht es mir dann auch gut, da ist man halt geprägt. Also, und wenn Sie Ideen haben, wie man mich brauchen kann, stehe ich heute gerne dafür zur Verfügung. Okay. Ich bin ja seit vielen Jahren in Sachen Organisationsentwicklung unterwegs oder in Sachen Organisationscoaching. Coaching finde ich ganz wichtig als eine Dienstleistung, damit in Beratungsgesprächen meist Einzelnen geholfen wird, entlang ihrer Anliegen, ihrer aktuellen Herausforderungen, die sie haben, sich zu sortieren, ein Stück sich zu klären, Entwicklung durch persönliche Nachhilfe zu machen, soweit das nötig ist. Und der Verband, den ich da mitgegründet habe, der Deutsche Bundesverband Coaching, der hat sich da eben
für den Organisationsbereich, für den Unternehmensbereich spezialisiert, speziell Menschen, die eben im Beruf, in den Organisationen zu solchen Fragestellungen kommen. Und ich finde es auch sehr wichtig. Ich habe aber immer dort auch vertreten, für mich ist Coaching in erster Linie nicht ein Vier-Augen-Setting. Ich glaube, ein Vier-Augen-Gesprächsverband macht keinen Sinn. Sondern für mich ist Coaching eigentlich eine Perspektive. Das heißt, ich gucke auf den Zusammenhang von Mensch und Berufsleben. Ich nenne das dann Professionscoaching. Und ich gucke auf den Zusammenhang Mensch und Organisation oder Unternehmen, in dem man tätig ist. Das nenne ich dann Organisationscoaching. Und die Coaches haben eine Chance, auf die Weise wirklich ein eigenes professionelles Profil zu entwickeln, weil Profession, zumindest war das lange so, wurden dadurch definiert, der Mensch in einem wesentlichen Bezug zu seinen Welten. Also Arzt ist Mensch und Gesundheit, Jurist, Mensch und Rechtswesen und so weiter. Und so kann Coaching, wenn es ein eigener Berufsstand sein soll, sein Mensch und Berufswelt und Mensch und Organisationswelt. Und dazu, wenn es um den Zusammenhang geht, muss ich ja sowohl Kenntnisse zur Berufsweltentwicklung in unserer heutigen Zeit haben, um von daher nicht nur den tastenden Bewegungen meines Klienten zu folgen, sondern ihnen zu sagen, du, da gibt es aber auch Entwicklungen in unserer Gesellschaft, mit denen du umgehen musst. So dass man nicht immer nur das Verständnis von Beratung, ich gehe hinter dir her, während du das Rad erfindest und die Welt erforschst, ist nicht mein Beratungsverständnis. Ich finde, dass das wichtig ist, dass man das kann, dort, wo es drauf ankommt, dass jemand selbst sich gerade kundig macht. Aber ich finde, derjenige, der berät, sollte die Welten, in denen man gemeinsam unterwegs ist, auch irgendwie studiert haben und kennen, und die sollten ihn auch interessieren. Und deswegen kann natürlich ein Organisationscoach, muss was von Organisation verstehen. Und früher als Systemiker haben wir waren wir immer ein bisschen größenwahnsinnig. Wir haben gedacht, gut, wir kennen uns in Kommunikation aus, wir wissen was von Menschen und wir können Muster identifizieren, also kann man uns überall brauchen. So entsprechend diesem Witz, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Und da ist natürlich auch was dran, dass das nicht schlecht ist, wenn man das kann. Aber je älter ich werde, desto mehr ist mir klar geworden, man muss auch einfach Feldkenntnisse haben. Also man muss einen Wirtschaftszweig kennen, man muss die Logik von unterschiedlichen Organisationen kennen, man muss das gesellschaftliche Umfeld sich davon ein Bild machen, in dem das stattfinden soll. Und man muss auch eine gewisse Lebenserfahrung in diesen Beratungsprozess integrieren können. Ich sage immer zu unseren Beratern, wenn ich sie ausbilde, es ist schon gut, wenn ihr den Kunden ganz genau fragt, warum er eigentlich gekommen ist, was sein Anliegen ist, wie er sich das Problem konzipiert, wie er sich die Lösung vorgestellt hat, bis wann er dort sein will und so weiter. Aber genau genommen, wenn er das alles weiß, dann braucht er keine Beratung. Eigentlich brauchen wir Beratung, wenn wir all das nicht wissen. Und deswegen ermutige ich die Berater, im Gespräch mit dem anderen sich ein Bild von dessen Lebensweg, von dessen Berufssituation, von dessen Welten zu machen, die eigene Lebenserfahrung, Expertise zu nutzen, um demjenigen anzubieten, womit er sich beschäftigen könnte oder ihm überhaupt mal neue Ideen geben, wie er seine Situation konzipieren kann und nicht einfach nur abarbeiten, was demjenigen eh selbst einfällt. Das ist für mich zu ineffizient. Von daher bin ich ein Fan von direktiver Beratung, was bei manchen Spät-68ern wie autoritär klingt. Das meine ich aber nicht. Direktiv meint für eine Richtung verantwortlich, für eine sinnvolle Richtung verantwortlich. Und deswegen ermutige ich auch alle, in einem Klärungsprozess mit anderen nicht Blindflugversuche zu machen. Wenn sie es nicht wirklich verstehen, worum es geht, dann müssen sie darauf bestehen, das zu klären, oder sie können nicht leistungsfähig sein, müssen sagen, im Moment bin ich nicht leistungsfähig, weil ich keinen Pack an die Sache kriege. Wir müssen erstmal gucken, ob wir eigentlich hinreichend in einer gemeinsamen Wirklichkeit verortet sind. So, das wäre mal so die Grundhaltung, also auch vom Coaching her,
eine Expertise, Mensch-Beruf und Mensch-Unternehmen, von beiden Seiten her betrachtet und wie es zusammenkommt. Und als Organisationsentwickler, und das deckt sich dann damit ziemlich, bin ich ein Anhänger dieser neuen Entwicklung des Dialogic Organization Development. Ein Jarvis Bush, ein Kanadier, hat zusammen mit seinem Kollegen Marshak ein sehr gutes Buch dazu geschrieben, das jetzt auch Furore macht. Das sagt, wir brauchen ein neues Mindset für die Organisationsentwicklung, weil die muss durch die Internen gemacht werden. Und wir müssen mit denen im Dialog sie unterstützen darin, dass sie selbst ihr Ding entwickeln. Weil sonst die Wahrscheinlichkeit, dass sie es im Alltag in ihren Bezügen umsetzen können, einfach nicht sehr hoch ist. Im Unterschied zu dem, was der Ansatz von außen, den nennt er Analytic Organizational Development, der sich irgendwelche Vorstellungen macht, wie es gut wäre, auch Analysen, wie er sich vorstellt, wie er den Betrieb sieht und wie es wohin soll und das dann abliefert und so sagt, und nun setzt das mal um. Gut daran finde ich, dass es nicht unnötig polarisiert wird, weil es sind natürlich in den klassischen Arten der Organisationsentwicklung ganz viele tolle Erfahrungen und Gedanken geborgen. Und er sagt, es bringt ein guter Organisationsentwickler in den Dialog ein, dann, wenn es gebraucht wird. Also es ist nicht entweder oder, aber er hat nicht ein Außenschema, nachdem er alles abarbeitet und das dann reingibt und vielleicht nicht hinreichend guckt, ob das wirklich für die Lebenswelt der Betroffenen hinreichend nützlich ist. Ich sage immer, bezogen auf die Coaches, das gilt aber auch für alle Berater, sie sind eigentlich Zehnkämpfer, mindestens. Das heißt, sie können nicht, früher hat man sozusagen sich spezialisiert auf ein Fachgebiet. Ich bin Psychologe oder ich kann mit Rationalisierungsverfahren gut umgehen. Und da hat man eine Teilperspektive rausgenommen, hat sich als Experte, als Berater dafür angeboten, hat aber nicht die Verantwortung übernommen, wie dieses Know-how denn eigentlich an die vielen anderen Perspektiven, die genauso wichtig sind, angekoppelt werden sollte. Und da habe ich schon die Meinung, dass das ideal sein soll, dass ein Berater sich der komplexen Verantwortung seines Klienten gerecht zu machen versuchen soll. Das heißt, ich bin ja auch als Unternehmer manchmal Kunde von Beratern im IT-Bereich. Wir haben ja mediale Entwicklungen gemacht und so. Und es nervt mich total, wenn einer daherkommt und mir mit leuchtenden Augen erzählt, was er alles weiß. Und ich nachher frage, und was können wir jetzt damit machen? Dann hat er keine Idee, weil er unser Geschäft überhaupt gar nicht versteht und weil es ihn manchmal noch nicht mal interessiert. Der will also nur eine tolle Optimierung aus seiner Teilperspektive bei mir abliefern, die ich noch nicht mal als Teilperspektive übernehmen kann. Aber das hilft mir als Unternehmer gar nichts, wenn ich nicht eine Hilfestellung kriege, wie ich das in ganzen anderen Perspektiven, die auch wichtig sind, dass zusammen was vorangeht, wie ich das dann einbauen kann. Und ich stehe dann eher für die Haltung, dass wir versuchen sollten, der komplexen Gesamtverantwortung unserer Gegenüber gerecht zu werden. Das heißt nicht, dass wir alles auch können müssen, was die können. Aber wir müssen uns um Anschluss bemühen und im Dialog mit den Kunden versuchen zu klären, ob die spezielle Perspektive, die wir einbringen können, da kann man immer irgendwas Interessantes draus machen, keine Frage, aber ob das eigentlich die Wichtige ist. Weil der andere steht fast immer in einer Optimierungssituation. Er kann nicht was Interessantes machen, sondern er hat knappe Ressourcen, wenig Kraft und er braucht es möglichst gut integrierbar und umsetzbar in den Alltag der Organisation. Und das ist eine Werthaltung, an der wir uns immer wieder zu messen versuchen. Für mich ist, und das ist jetzt noch eine andere Perspektive auf das Ganze, also Kultur, vielleicht, ich gebe jetzt keine formelle Definition von Kultur, ich sage mal nur ein Bonmot, das ich gerne verwende. Kultur heißt, das Beste in jedem Menschen in den Vordergrund holen und miteinander verknüpfen. Das ist Kultur.
Weil man dasselbe Mensch in unterschiedlichen Kontexten ist ein anderer Mensch. Und wir, es gelingt uns sehr gut, zum Beispiel in unserem Curricula in Wiesloch, da ist so eingespielt, dass da eine sehr gute Kultur sich entwickelt, dass selbst Leute, die am Anfang jetzt nicht unbedingt da sehr gut reinpassen, schlicht sich anschließen, weil sie die Kultur nicht drehen können. Die Kultur ist dominant, wird von vielen bedient, da müssen sie mitspielen, wenn sie dabei sein wollen. Und siehe da, in ihnen kommen Seiten in ihrer Persönlichkeit in den Vordergrund und sie verknüpfen das mit den anderen, wo sie sich selbst gefallen haben, dass sie solche Menschen auch sein können. Und das leistet Kultur und die Perspektive, dass der Einzelne das alles aus seiner Kompetenz und seiner Persönlichkeit leisten soll in einem Umfeld, das das nicht stützt durch Kultur, ist einfach eine übertriebene Individualanforderung. Also ich habe die Lektion beim Elternabend gelernt. Ich Kommunikationsspezialist, Gruppenspezialist, man wird auf mich hören. Ich bin sowas von eingegangen an diesem Elternabend. Und da ist mir sehr klar geworden, dass mein Können, mit dem kann ich gar nichts, wenn es nicht gelingt, komplementäre Reaktionen anderer auszulösen, wenn das nicht von anderen komplementär getragen wird. Also die beste Wirklichkeit ist immer eine Beziehungs-, geht nur als Beziehungswirklichkeit. Und wenn die anderen nicht mitspielen, kann ich so ein guter Mensch sein wollen, wie ich bin. Es sieht inkompetent aus und ich gerade auch noch wertemäßig ins Abseits. Weil ich dann mit meinen ganzen Rückzugs- und Bewältigungsmechanismen zu tun habe, weil das nicht funktioniert, der kompetente und gute Mensch in dem Kontext sein zu können, der ich gerne sein wollte. Auf der Kultur hat den Vorteil, dass wenn genügend Player da sind, die ein Kulturverständnis haben, auch wenn man das nicht auf den Button schreiben kann, dass sie sich ständig irgendwie bewusst und unbewusst Bälle zuspielen, die diese Kultur in Gang hält. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass wo eine gute Kultur sich entwickelt hat, selbst wenn da schwierige Situationen entstehen, neue Leute reinkommen, in kürzester Zeit diese Kultur, gute Kultur auf alle abfärbt. Wir wissen gar nicht, wie diese Mechanismen genügend funktionieren. Die Wissenschaft hat das nicht geklärt. Aber man muss damit rechnen, dass der größere Teil davon automatisch und unbewusst gesteuert wird. Und dass die bewusste Steuerung da nur kurzfristig nur sehr begrenzt Einfluss hat. Deswegen ist unser Slogan vom ISB: Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Also Kultur kann man nur durch Kultur erzeugen. Das heißt, man lebt sie, man erlebt, wie sie ist, man beteiligt sich an ihr. Man kann die nicht verschreiben, man kann die nicht von einer PR-Agentur sich designen lassen und dann in 10 Leitsätzen nach innen verkünden. So entsteht Kultur nicht. Weil bestimmt 2/3 davon unbewusste Mechanismen sind, von denen selbst wir Fachleute nicht wissen, wie wir das eigentlich machen. Wir können dann Teilaspekte, ich habe ja Hypnotherapie gelernt und all die Sachen, wir können Teilaspekte schon mal wieder ins Auge fassen, aber wie das alles genau funktioniert, wissen wir eigentlich nicht. Ja? Das ist so ein reichhaltiges Thema und wir haben ja hier im Raum 3 Perspektiven auf das Thema Kultur. Nämlich einmal die Beratungsperspektive, ja. Das ist sehr tief, auch sind Sie eingegangen. Dann haben wir sehr viele Unternehmer hier, die sind ja im Unternehmen, aber nicht nur im, sondern geben auch den Takt vor. Ja. Und dann haben wir auch Personalentwickler, Professionals. Genau. Hier. Das heißt, wenn Sie über Kultur sprechen, von den anderen beiden Sichten innerhalb der Organisation, wie können wir jetzt die sichtbar machen? Sie sagen, das ist eine unsichtbare Kraft, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich würde mir mal ein Spiel erlauben und sagen, jetzt möchte ich mal meine Kultur direkt sichtbar machen. Also ich würde es ganz einfach machen. Ich würde also erstens mal fragen, mit wem, für welche Menschen wollen wir jetzt mal Kultur in den Vordergrund holen, das, was für uns abläuft. Und dann kann man ganz einfache Übungen machen. Wann habe ich das Gefühl, wir sind wirklich da, wo wir sein wollen?
Wie sind diese Situationen? Wer ist da dabei? Wie kann man die Leute herholen? Kann man die miteinander sprechen lassen, was sie erleben und wie sie selbst ihren Beitrag sehen und wie sie sich steuern, wenn man das macht? Und dann hat man positive Kulturbeispiele. Und man kann alternativ fragen, und wann ist es schief gelaufen und schwierig geworden? Und wer ist da dabei? Dann ist es nicht ganz einfach, da auf eine Gesprächsebene zu kommen. Aber man kann auch das dann als Beispiele nehmen. Und ich habe noch nie versucht, Kultur an sich zu beschreiben. Ich beschreibe es immer eigentlich an Beispielen. Weil Kultur findet ja immer im Konkreten statt. Eigentlich, und deswegen ist es das Beste, wenn man es auch im Konkreten studiert. Anhand von relevanten Beispielen. Und da fängt es schon auch wieder an, nicht für jeden sind die gleichen Beispiele relevant. Da wird die Geschäftsführung vielleicht andere Interessen haben, andere Ebenen, andere Aspekte von Kulturphänomenen ins Auge zu fassen, als die Personalentwicklung, als die regionalen Vorgesetzten, als die Mitarbeiter, als die Lohnbuchhaltung und so weiter. Also auch da, der Kulturbegriff ist was genauso komplex wie das Phänomen auch komplex ist. Also man muss dann situativ entscheiden, was interessiert einen, wenn man in Kulturarbeit einsteigen möchte. Ich würde noch gerne was, weil ich ja als Bildungsmensch auch eingeladen wurde, etwas zum Lernen sagen. Also, letzter Satz noch zur Kultur. Ich glaube, dass man moderne Unternehmen nur durch Kultur steuern kann. Das heißt, wenn alle Beteiligten ein sicheres Gefühl dafür haben, ist das so, wie wir das hier normalerweise machen, oder ist das nicht so, so eine Art Fahrgefühl, das muss aus allen Perspektiven bei den Leuten eingeschliffen sein und dadurch werden Unternehmen de facto gesteuert. Man kann heutige Unternehmen nicht dadurch steuern, dass man sich Logiken auf irgendwelchen Ebenen überlegt und sagt, so muss das jetzt sein. Also deswegen führt gar kein Weg dran vorbei, sich mit dem Kulturthema zu beschäftigen, weil es die ganze Komplexität der Selbststeuerung Einzelner wie auch der Steuerung von Systemen abbildet. Ich sage auch, dass wir und vielen Unternehmen verstehen sich erstmal so nicht, dass wir eigentlich auch gleichzeitig kundig werden müssen als in Sachen Lernen. Denn jede komplexe Arbeit ist immer Lernen. Und mindestens 80% von Lernen findet nicht in Seminaren statt, sondern findet in der Arbeitspraxis statt. Und deswegen als Vertreter von Bildungssystem sage ich, eigentlich macht es nicht so viel Sinn, das Seminarlernen zu optimieren, sondern wir müssen überlegen, wie man diese 80%, wo Lernen stattfindet, wie wir die helfen können, dass die sich in ihrem Niveau verbessern. Das ist schon mal eine ganz andere Perspektive. Also nicht, wir machen 20% Seminarlernen und dann macht Transfer, da gibt es diese ewigen Transferdiskussionen, sondern von vornherein, wo im Unternehmen muss eigentlich wer, wie, bei welcher Gelegenheit, in welchen Umständen lernen? Wie gut geschieht es? Wer hilft dabei? Gibt es dafür Ressourcen und Budget? Ist das einbezogen in die Arbeitsprozesse, dass die Lernprozesse, die in den Arbeitsprozessen eh stattfinden, dass man denen auch genug Aufmerksamkeit schenkt, dass dafür auch Raum ist, dass das eingeplant wird? Und dort, wo Lernen unterstützt werden muss, gibt es Menschen, die das so verstehen und können? Stattdessen, was machen wir normalerweise? Wir denken in Individualkompetenzen, schicken Leute zu irgendwelchen Schulungen. Dort kriegen die irgendeine Teilperspektive beigebracht und dann sollen, wenn es gut geht, noch eine Transferübung und dann kommen die zurück und dann sollen die das in das Leben der Organisation einbeziehen. Und dort, wo vielleicht eine Kultur des Austausches entstanden ist und jeder weiß, wovon man redet und findet das Gleiche richtig, hat das funktioniert. Und dann kommt dieser arme Mensch von seiner Bildung an seinen Arbeitsplatz zurück und versucht, dieses andere Lied zu spielen. Aber die anderen singen immer noch das alte. Und so laut kann der gar nicht singen, dass die umschwenken. Nicht mal Macht im Unternehmen gibt einem die Ausstattung, anderen anzuregen, kulturkomplementär zu handeln. Das ist eine ganz eigene Kunst, die Multiplikation von Kultur in der Organisation. Deswegen ist es
eigentlich ein überholtes Modell, dass wir Individuen in Einzelschulungen schicken, sondern das machen wir auch in Wiesloch, ja nach wie vor, aber wir machen es immer unter dem Gesichtspunkt, wie können wir in dieser Kultur optimal vorbereiten, dass in der Organisation gemeinsam weitergelernt wird. Also das ist sozusagen unser Steuerungskriterium. Das kann ja auch wunderbar gekoppelt sein mit Coachings, mit Mentorenschaft, also mit unterschiedlichen... Mit allen möglichen Funktionen, da sage ich gleich noch was dazu. Also on the job oder near the job lernen. Ich halte nicht allzu viel von diesen tollen Outdoor-Experimenten und sonst was, wo die Menschen außerhalb ihrer Rolle, außerhalb des Jobs in eine Kultur kommen. Das kann toll sein und man kann auch ganz viel Individualerkenntnisse daraus ziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie das an den Arbeitsplatz, in die Rolle, in die Arbeitsbezüge, in die übliche Kultur integrieren können, ist einfach gering. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, man muss sehr viel dazu tun, dass die Menschen anhand von realen Aufgaben mit den realen Partnern, mit denen sie nachher auch zusammenarbeiten, eine extra Lernzeit nehmen. Das heißt, nicht abarbeiten der To-Do-Liste, sondern ein Beispiel aus der To-Do-Liste, aber um das Lernen zu lernen. Also es kommt, in dem Fall ist das Gütekriterium, nicht sind wir zum Ergebnis in der Sache gekommen, sondern sind wir anhand eines Beispiels, wo wir zusammen was lernen müssen, denn vorangekommen, dass jeder für sich in der Steuerung besser geworden ist, aber auch, dass das Hand-in-Hand-Spiel untereinander besser geworden ist. Und das kann man am besten dadurch lernen, wenn das alle gleichzeitig tun. Weil dann haben die zusammen eine gewisse Chance, gegenüber ihren alten Reflexen sich gegenseitig die Stimuli zu geben, dass sie die neue Kultur aufrechterhalten können. Selbst wenn man das als Konzept macht, muss man trotzdem eine enorme Anfangsinvestition machen, weil man nicht glaubt, wie groß die Rückziehkraft der alten Reflexe ist. Das weiß jeder, der abnehmen will oder mal weniger Wein trinken oder andere Laster. Ne? So den ersten Aufschlag machen ist keine Kunst. Aber am Anfang braucht man ziemlich viel Aufmerksamkeit, dass eine gewisse Routine entsteht bezüglich des Neuen. Und dann braucht es ein halbes, dreiviertel Jahr, bis es so weit drin ist, dass man nicht dauernd drüber nachdenken muss, dass es auch keine Kraft mehr kostet. Das gilt schon für Verhaltensweisen, die einer alleine verantworten kann, wie Rauchen, Entwöhnen und sonst was. Und das ist natürlich noch viel komplexer, wenn das ganz viele gemeinsam machen müssen. Und es wird total unterschätzt. Also Kultur braucht Pflege, Kultur braucht eine große Anfangsinvestition, Kulturlernen braucht möglichst nahe den realen Verhältnisse, für die gelernt wird, mit den Personen, mit denen neue Performance gemeinsam erzeugt werden soll, relativ lang, dass die sich untereinander helfen zu stabilisieren, eine neue Kultur, diese Kulturelemente, die sie entwickeln wollen. Muss ja nicht immer alles neu sein. Und das ist ein ganz anderes Bildungsparadigma. Da habe ich jetzt nochmal eine Frage. Also gerne. Zum Beispiel bin ich Führungskraft und dann habe ich meine Mitarbeiter zu führen. Ich muss dann irgendwie einen Report noch abgeben. Ich habe mein tägliches Geschäft. Dann muss ich mir noch Gedanken machen zur Strategie. Und dann habe ich jetzt noch das schöne Thema Kultur. Also ja. Und wie passt jetzt das zusammen? Also Sie sagen, sehr viel Zeitinvestition, um Kultur zu verändern. Ja, so wie Sie reden, klingt das so, als wäre Kultur daneben. Ja, aber das ist es genau nicht. Sondern da würde ich jetzt sagen, wenn Sie sich um Kultur bemühen wollen, dann nehmen wir Beispiele aus dem, was Sie gerade gesagt haben. Mitarbeiterführung, Umgang mit Strategie, Teamleitung und wir nehmen reale Aufgaben und nehmen uns mal zusammen 2 Stunden Zeit, die zu diskutieren, aber zum Zwecke, zum Rausfinden, wie leben wir eigentlich miteinander? Wie geht es eigentlich Hand in Hand dabei? Und dann kann man zum Beispiel ein Fishbowl-Design machen. Da sitzen, nehmen wir mal ein Teilprojekt, in dem 3-4 Leute, unter Gesichtspunkt Strategie hatten wir, Führung hatten wir, noch was, 3 Gesichtspunkte, besprechen wir das mal. Und dann sitzen die anderen draußen drumherum. Und
dann verteilen wir Beobachtungsaufgaben. Und dann machen wir mal 2 Stunden an einem Mini-Beispiel, wie gehen die miteinander um, wenn sie ihr Alltagsgeschäft unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten, die sehr komplex sind, machen wollen. Und wenn sie selbst noch wenig erfahren sind, das auf eine gute Weise die Kommunikation zu steuern, kriegen sie sozusagen noch einen Berater, der zeitweise ihnen hilft, auf ein Gesprächsniveau zu kommen. Das können sie dann mit der Zeit selbst übernehmen, aber da kann sein, dass sie am Anfang Hilfestellung brauchen. Und dann gehen die anderen in Untergruppen, sagen, was haben sie beobachtet, war das typisch, war das untypisch. Dann geben sie Feedback, was hat das in, also Reflecting Team, dann sagen sie, was ihnen dabei aufgefallen ist, wo sie Parallelen zu sich selbst sehen, wo sie was plausibel fanden und was nicht plausibel fanden, woran sie sich anschließen könnten, woran sie sich nicht anschließen könnten, das hören sie ihnen dann wieder. Und dann steht anhand eines konkreten Arbeitsvorhabens ein komplexer Dialog über Kultur. Das ist der Kulturdialog, der ist nicht daneben. Das ist also eine Metaperspektive zur täglichen Wirklichkeitsbewältigung. Aber wie wichtig ist jetzt in dem Entwickeln einer Kultur in einem Unternehmen wirklich der positive Startimpuls? Man kennt das ja jetzt nicht als Abteilungsleiter, sondern mal als Mitglied von der Geschäftsleitung und geht aufs Unternehmen zu und sagt, okay, wir müssen unsere Kultur verändern. Oh. Jetzt will er schon wieder was. Was will er denn mit der Kultur? Ja. Wir haben jetzt 10 verschiedene Kulturen. Wie ist so ein Startimpuls und wie kann so ein Impuls vor allen Dingen ohne Negationen ins Unternehmen reingeleitet werden? Also ich diskutiere solche Sachen gerne. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne von den konkreten Anliegen. Ich würde es nur jetzt nicht gerne immer wieder sagen, wie würde ich das machen, sondern ich würde jetzt gerne noch ein paar Sachen sagen und dass wir dann kurz in die Untergruppen gehen und das austauschen und wir dann aber solche Fragestellungen sammeln und dann gemeinsam dran arbeiten. Können wir sehr gerne machen. Ich habe das in meinem Buch Systemische Organisationsentwicklung beschrieben, ich will das nur mal erwähnen. Für mich hat es ein paar Konsequenzen. Also das Erste, im Arbeitsalltag komplexer Aufgabenbewältigung müssen eigene Lernräume geschaffen werden, ähnlich wie ich es gerade beschrieben habe. Einfach um routinemäßig zu pflegen, wie arbeiten wir eigentlich? Ob Reflexionsräume, die man sonst nicht hat. Am Anfang muss man es expliziter haben, mit der Zeit lernt man das parallel mitzudenken und dann kann es nur ganz kurz sein, dass man das austauscht. Wie war es eigentlich heute, wie haben wir das gemacht, da wollten wir doch mal was Neues probieren, sind wir da vorangekommen, haben wir überhaupt noch dran gedacht und so weiter. Also erstens, es sollten eigene Lernräume in der Bewältigung des normalen Geschäfts in komplexen Aufgaben geschaffen werden. Und die das betreiben, müssen eben sowohl ihr normales Geschäft können, als auch in gewisser Weise auch lernen, wie man dieses Lernen organisiert, weil man da ja nicht immer einen teuren Berater für einkaufen kann. Das heißt, man wird parallel dazu ein Stück zum Lernexperte. Aber wenn man sich überlegt, wir sind es eh, weil in jedem komplexen Aufgabe sind wir ständig am Lernen und müssen überlegen, wie kann man denn dafür sorgen, dass der das lernt, wenn er das nicht macht, wie er soll. Oder wie kann man dafür sorgen, dass dieses Team das lernt, wenn das nicht so von selbst das tut, was es soll. Organisationsentwicklung braucht einen eigenen Raum dafür, sagen, wie können wir feststellen, ob die Leute, die sich wohin entwickeln wollen, also in der Theatermetapher die Neuinszenierung machen wollen, wie können wir denn rausfinden, ob wir da überhaupt die richtigen Leute an Bord haben und ob die das auch können. Ja? Und wie können wir feststellen, machen wir genügend Lernfortschritt, um diese Organisationsentwicklung auch voranzubringen? Und das ist auch ein eigener Raum, wenn man dabei immer schon beschäftigt ist, wie kriegen wir die strategische Neupositionierung möglichst schnell hin, lernen können wir dann später und die Kultur ziehen wir auch noch ein. Das funktioniert nicht. Weil wenn erstmal die falschen Reflexe in einem neuen Projekt sich eingeschliffen haben, die wieder rauszukriegen, das gehört zum Allerschwersten. Also deswegen Kultur, immer dann, wenn es irgendeine Art von Neuanfang und Entwicklung gibt, dann müssen alle Elemente dieser Entwicklung entsprechend der Kultur sein, die man am Ende haben will. Man kann nicht mit einer anderen Kultur anfangen und die dann später einziehen, die Kultur. Also
jetzt erstmal schaffe und Kultur kommt dann später, geht nicht. Also es ist ein Paradigmawechsel. In der Logik, in der wir nachher wollen, dass das Ganze funktioniert, müssen wir auch gemeinsam das von Anfang an entwickeln. Also das Kultur liegt auch hauptsächlich im Wie. Und da stellen wir dann oft fest, dass wir Pläne für eine Organisations- oder für eine Kulturentwicklung haben, die mit der Lernkompetenz, die vorhanden ist und mit der Betreuung von gemeinschaftlichem Lernen, das vorgesehen ist, niemals erreichbar ist. Völlig illusionäre Vorstellungen. Und ich sage dann immer, vergiss das, gleich unternehmensweit Kultur zu entwickeln. Mach ein Versuchsgärtchen. Wo ist ein Bereich, der wichtig ist für das, was du neu willst? Haben wir dort relativ gute Bedingungen, mal auszuprobieren, wie es denn sein könnte, was wir neu wollen? Und dann seht mal zu, dass es dort auf die Reihe kriegt und macht nicht gleich eine Pressekonferenz und tönt nicht gleich, dass ihr jetzt weiß Gott was neu machen wollt, sondern guckt, ob ihr es in der Großgärtnerei, die arbeitet, wie es immer arbeitet, macht und da ein Versuchsgärtner. Jetzt guckt ihr mal, ob die neuen Anbaumethoden, ob ihr die da hinkriegt. Und das ist oft schwer genug. Und wenn ihr was gekonnt habt, und zwar nicht jetzt posaunen, dass die Tomaten blühen, sondern wenn die Tomaten reif sind und schmecken, dann fangen wir an, drüber zu reden. Und dann müssen wir aber überlegen, kann man das wirklich auf andere Bereiche der Gärtnerei übertragen? Also langsam ausrollen. Man kann das nicht, Kultur kann man nicht wie Teig auswalzen einfach. Das geht nicht. Weil Kultur nur durch Kultur entsteht. Also nur dadurch, dass immer mehr Menschen einbezogen werden, die durch Miterleben und zunehmendem Mitgestalten und Mitfördern von Lernen für die, die neu sind da drin, helfen können, dass sich Kultur ausbreitet. Nur so kann Kultur ausgebreitet werden. Das ist natürlich eine schlechte Botschaft für Leute, die das Gefühl haben, wir sind rettungslos hinterher. Und je schlechter ein Unternehmen drauf ist, desto wahnwitziger sind die Vorstellungen, wie schnell sie sich verändern können. Also da muss man dann oft einfach nur sagen, tut mir leid, geht nicht. Widerspricht sich das mit der Aussage, dass man sagt, Kultur muss von oben heruntergelebt werden? Nein, widerspricht sich nicht. Also ich habe ja schon mal gesagt, Organisationsentwicklung ist Chefsache oder findet nicht statt. Das gilt für Kulturentwicklung genauso. Aber jetzt ist immer die Frage, oft kriegt man ja die allerobersten Chefs nicht. Und da kann man trotzdem gucken, aber das ist, da gibt es kein allgemeines Schema, sondern das muss man dann prüfen. Gibt es einen Bereich in diesem Unternehmen, in dem das den man genügend abgrenzen kann, indem man ein Kulturentwicklungsexperiment machen kann und sind diejenigen, die dort die Macht haben, genügend Chef, dass sie es mit und vorleben und mittragen können. Also kann dann durchaus auch mal eine Teillösung sein. Da entsteht aber in der Regel schnell die Frage, ist das mit den anderen abgesprochen? Als subversiv probieren viele, wird man mal in Ruhe gelassen, kann auch mal nützlich sein, aber in dem Augenblick, wo das U-Boot auftaucht, gibt es jede Menge Probleme und da ist oft eine Frage der vernünftigen Taktik, wann man eigentlich höheren Ortsleute einbezieht. Auch nicht zu früh vielleicht, weil oft ist es so, wenn die das toll finden, wollen die das gleich haben und flächendeckend ausrollen. Und dann muss man denen sagen, geht aber nicht. Also ich habe keine Patentlösung dafür, da muss man im Einzelfall dann gucken, gibt es irgendeine plausible Insellösung, die Sinn macht zu leben, oder gibt es nicht, und wenn es nicht gibt, dann sage ich, tut mir leid, ich kann nichts für euch tun und ich muss nicht jeden retten. Und allein dadurch, dass man Mächtige an Bord hat, die Mächtigsten, ist ja auch nichts gelöst, ne? Weil wenn die keine kulturelle kurze Anbindung an die Menschen haben, die das alles mitgestalten, nützt es gar nichts, dass sie mächtig sind. Mit Macht kann man Kontrolle ausüben, aber mit Macht kann man nicht Kultur verordnen. Das geht nur mit gemeinsamem Leben. Also, nochmal zurück, ich plädiere dafür, dass wir alle
das Lernen, das tut ja jeder. Es ist ja nicht so, dass die Sache neu ist. Was neu ist, dass wir uns klar wird, dass das ein Pflegebereich ist, für den wir uns zuständig fühlen sollten. Und ein gewisses Know-how, Arbeitsformen dafür entwickeln, Räume im Unternehmen schaffen. Wir haben ein Büchlein geschrieben über kollegiale Beratung. Einmal, wie macht man es, dass wirklich man voneinander gut lernt? Und zum anderen, wie führt man es im Unternehmen ein? Was ja zwei verschiedene Ebenen der Einführung sind. Wenn ich einen Organisationsentwicklungsprozess ansetze, ist es äußerst vernünftig, wenn ich von vornherein mit plane Lernräume. Und wer die gestaltet, und es kann nicht sein, jetzt machen wir die Organisationsentwicklung und wenn er was lernen will, geht er zum Kollegen. Das muss natürlich irgendwie alles Hand in Hand gehen, sonst funktioniert das nicht. Und es gibt dann genug anlässlich einer Organisationsentwicklung zu lernen. Man kann den ganzen Tag damit Lernen verbringen. Man will ja auch die Organisationsentwicklung voranbringen. Das heißt, es gibt nur einen gewissen Raum, den man dem Lernen geben kann. Deswegen müssen die Leute, die in dem Raum sich bewegen, genügend vorgebildet sein, dass man denen bei der Gelegenheit nicht das kleine ABC beibringen muss. Und das ist jetzt Aufgabe der Personalentwicklung. Die müssen nämlich eine Strategie zusammen mit den anderen Instanzen in der Organisation entwickeln. Was müssen Schlüsselfiguren, die bei uns für fürs Kerngeschäft, für Organisationsentwicklung und für Kulturentwicklung wesentlich sind, was müssen die eigentlich können? Das heißt, Kommunikationsfähigkeit, die brauchen einen Kanon von Inhaltskonzepten, weil es gibt ja so eine Sprachkonzept- und Sprachverwirrung in der Welt, wenn da jeder mit einem anderen Konzept kommt, jeder woanders gelernt hat, bis die allein untereinander die ganzen Missverständnisse, die dauernd produzieren, beseitigen haben. Das ist eine Riesenarbeit. Deswegen empfehlen wir, es muss nicht immer im ISB sein, wir bevorzugen das natürlich, aber es kann auch bei Cumnobis oder sonst wo sein, wenn eine vernünftige, ganzheitliche Kultur von ganz vielen besucht wird, sodass die dort eine gemeinsame Arbeitsform für Lernen entwickeln, dass sie lernen, sich an andere anzuschließen, die ähnliche Kulturprägung erfahren haben. Die treffen sich dann im Unternehmen. Manchmal wissen die gar nicht, dass sie beide oder alle drei im Wiesloch waren. In kürzester Zeit merken sie am Verhalten des anderen, hey, bist du im Wiesloch gewesen? Ah ja. Und dann, okay, Verantwortung, sprechen wir mal aus der Sicht des Verantwortungskulturkonzepts über das, was wir gerade zu klären haben. Es ist ein Inhaltskonzept, da weiß jeder, was gemeint ist, weil sie alles dort gelernt haben. Holen Sie schnell das Schema hervor und dann haben Sie einen gemeinsamen inhaltlichen Rahmen, um über die Verantwortung, um die es aktuell geht, zu sprechen. Die wissen dann auch, lass uns nicht Verantwortung aus vier verschiedenen Perspektiven gleichzeitig aufholen, sondern einer soll aus seiner Sicht das mal aufholen und die anderen moderieren und lernen und geben Feedback. Also, und dann können die auf Arbeitsformen, die sie in Wiesloch gelernt haben, zurückgreifen. Jeder kennt die Rollen und die Abläufe dieser Arbeitsformen und sie müssen nicht bei der Gelegenheit auch noch lernen, wie man das überhaupt machen könnte, sondern die können auf ein Repertoire zurückgreifen. Und das muss aus meiner Sicht eine strategische Personalentwicklung leisten. Also welche Inhaltskonzepte sind es die, die jeder bei uns im Unternehmen kennen sollte, der in solchen Schlüsselfunktionen ist, dass man dem nicht erklären muss, dass Verantwortungsklärung die anderen was völlig anderes meinen als er sich unter Verantwortung hat, ist er immer auf Rechtfertigungstrip, weil er einen ganz anderen Begriff von Verantwortung hat. Bis das dann geklärt ist, in einer Sitzung, wo noch sieben andere rumsitzen, die warten müssen, oder man klärt es nicht und schleppt dieses Nicht-Verstehen ständig mit sich herum, was die Arbeitsatmosphäre belastet, ist halt schwierig. Also die müssen irgendwie klären, welche Inhaltskonzepte sind uns wichtig, die jeder kennen sollte und welche Arbeitsformen sollte jeder kennen. Also Feedback, kollegiale Beratung, der Unterscheidung zwischen inhaltlicher Arbeit am Beispiel und dann auf eine Metaebene gehen und über das Verfahren, über das Lernen dabei reden. Oder dass man verschiedene Perspektiven hintereinander aufruft,
und nicht alle gleichzeitig, weil dann völliges Durcheinander entsteht. Also all diese Lernkulturelemente, die man zum Beispiel in Wiesloch oder bei Comnobus oder sonst wo lernt, die zusammen sehr wohl geeignet sind, die täglichen Gestaltungsaufgaben im Unternehmen voranzubringen, dass die jeder drauf hat, weil die kann man nicht. Wenn man merkt, da hat jemand Nachholbedarf, da kann auch mal ein Einzelcoaching sinnvoll sein. Aber man kann natürlich nicht, wenn der kriegt eine zentrale Rolle im OE-Projekt und man merkt, der kann es nicht, der Reifegrad der Person ist völlig ungeeignet. Dann schicken die zu uns ins OE-Curriculum, sagen, weil haben wir viel Geld bezahlt, dann muss der auch nach zwei Bausteinen OE können. Das kann der nicht lernen in der Zeit. Es kann auch eine Gruppe nicht leisten, das dem beizubringen in der Zeit. Also da erwarten wir von uns oft Unmögliches. Und diese Leute sind dann total unter Druck. Und die denken, sie können jetzt auf die Schnelle lernen, eine zentrale Rolle in Organisationsentwicklungsprozessen zu lernen. Und die Gruppe würde das gerne bedienen, überfordert sich aber völlig mit den ganzen Lernebenen, die notwendig sind. Deswegen haben wir zum Beispiel vor jedem Lernprozess in der Weiterbildungsgruppe einen Reifegrads-Check. Und zwar Reifegrad des Protagonisten, der lernt, und Reifegrad der Organisation, für die er lernt. Das ist nämlich auch wichtig. Manchmal sind Leute eigentlich persönlich ganz gut drauf, deswegen werden sie auch von der Organisation eingekauft, aber die Organisation ist auch am Reifegrad, dass man mit der Organisation, auch wenn man selbst es sehr gut kann, es nicht auf die Schnelle hinkriegt. Ich habe das in dem Buch in der Springreiter-Metapher zum Ausdruck gebracht. Ich war als Jugendlicher Springreiter und wie ich lernte zu springen, hat ein alter Militär, mein Reitlehrer, gesagt, so ist mit einem goldenen Cavaletti, das ist ein 40 cm hohes Balkenhindernis, reit drauf zu, beug dich ein bisschen nach vorne, dass du dem Pferd nicht im Kreuz hockst und dann spring drüber. Das habe ich probiert und bin mit dem Pferd auf das Hindernis zugaloppiert. Abruzzig ist mein Pferd kurz vorher beide Haxen vorne rein und Kopf runter und der Einzige, der auf der anderen Seite gelandet ist, war ich. Und nächstes Mal habe ich gedacht, na, warte, und habe mich ganz hinten reingehängt, Abruzzi galoppierte drauf zu, Haxen vorne rein. Ich dachte, ich sitze, mich kriegst nicht rüber. Aber dann sprang sie doch in einem völlig ungelenkten Bocksprung und ich saß hinten auf der Schleuder. Und so ging das 30, 40 Mal. Was ich nicht wusste, was ich erst dann lernte, Springen ist kein natürliches Verhalten von Pferden. Die müssen das genauso lernen wie der Reiter und das Pferd konnte es auch nicht. Und dann, weil ich ein Hoffnungsträger des Reitvereins war, hat man mir dann ein geschultes Pferd auch mal zur Verfügung gestellt und da habe ich relativ schnell gut springen können. Und ich dachte, ich kann es. Ja? Also Reifegrad vom Protagonisten hat sehr schnell zugenommen, weil der Reifegrad des Systems, mit dem er gearbeitet hat, sehr hoch war. Ja? Und dann bin ich wieder zurück auf Abruzze. Und seither unterscheide ich diese beiden Reifegraden. Und es gibt viele, auch manchmal bedauernswerte Leute bei uns in der Weiterbildung, die das ganz als ihre persönliche Kompetenzfrage nehmen, ob die ein System, das in Organisationsentwicklung total am Anfang ist oder in Kulturentwicklung, ob sie das schnell irgendwo hinkriegen oder nicht. Und völlig, es gibt auch, ich habe mal einen Aufsatz vor 30 Jahren fast geschrieben, neue Besen leiden oft. Da holen die einen neuen, der Godewirt bei VW war glaube ich so einer, da holen sie einen neuen mit tollen Ideen und so. Der sitzt ganz oben, dem sichern ihm zu, er hat alle Macht. Und er hat gar nichts. Er überschätzt es völlig, weil er mit dieses System so schnell, auch wenn er Macht hat, nicht dazu kriegt, das zu lernen. Der Reifegrad des Systems muss mit Umsicht und Stück für Stück entwickelt werden. Genauso wie der Reifegrad von Individuen. Reifegrad, damit das nicht moralisch daherkommt, meint ready for. Also es geht es nicht. Also wenn man merkt, ich bin da unreif, heißt das nicht, ich bin charakterlich minderwertiger Mensch, sondern das heißt, ich bin darauf nicht vorbereitet. Also eine Bergwanderung mit hohem Schwierigkeitsgrad, ich denke, das muss doch gehen. Und dann mache ich ein paar Vorübungen und ich merke, ich habe die Ausrüstung nicht, ich habe die Kondition nicht, ich habe vieles Know-how nicht. Der Reifegrad stimmt für mich nicht. Oder ich bin eigentlich ein
ordentlicher Kletterer, aber ich merke, die Piste ist nicht bereitet. Da gibt es keine Haken, da gibt es keine Seile, kein gar nichts. Der Reifegrad des Systems, in dem ich meine persönliche Kompetenz zum Ausdruck bringen will, ist auf einem weit niedrigeren Stand, als ich gedacht hätte. Dann müsste ich eigentlich unterwegs dann jetzt erstmal Seile spannen, Haken setzen und so weiter. Also ich verwende diese Metapher, um Ihnen klarzumachen, wahrscheinlich wissen Sie das aus eigener Erfahrung, dass wir normalerweise völlig überzogene Vorstellungen haben, was leistbar ist. Sowohl für Individuen als auch für Systeme. Ja, und wenn man da jetzt erstmal ein bisschen bescheiden geworden ist, dann kann man aber auch enorme Entwicklungen einleiten. Weil es gibt so etwas, wir nennen das einen qualitativen Transfer. Das heißt, wenn Leute was Neues erfahren und das rührt sie an, sie merken plötzlich, ja, da hab ich jetzt einen Steuerungsgesichtspunkt, das habe ich überhaupt noch nie bedacht. Und wenn ich das bedenke, dann muss ich ja jemand ganz anderen noch mit ansprechen. Und wenn ich den im Raum habe und ich spreche den an und der versteht, was mein Problem ist, dann können wir an dem Beispiel sofort eine andere Abstimmung und wechselseitige Steuerungsadjustierung machen. Und das funktioniert. Und das funktioniert auch am Montag noch, weil es der gleiche Mensch ist. Wenn ich das in einem Seminar mache mit jemandem, der die Funktion im anderen Unternehmer hat, den treffe ich am Montag nicht. Aber es funktioniert am Montag vielleicht nur, solange es noch frisch ist, und am Mittwoch schon nicht mehr. Das heißt, wir brauchen etwas, mit dem wir sicherstellen können, dass das genügend lang Quick Wins hat, dass alle auf dieser neuen Schiene bleiben. Und dann merken die, die müssen noch andere einbeziehen. Also weil sobald sie mit dieser anderen Abteilung das gleiche auch diskutieren, dann kommen die mit ihren ganzen alten Kriterien und die merken, ihnen schmilzt ihre Begeisterung weg wie Schnee in der Sonne. Weil die nicht die Kraft haben, diesen ganzen Plausibilitäten des alten Systems, denen sie da ausgesetzt sind, irgendwas entgegenzusetzen. Also das ist immer ein Akt der sorgfältigen Entwicklung der Balance. Ja, und ich plädiere dafür, und das können wir dann gerne später dann auch vielleicht an Beispielen hier im Raum überlegen, was würden solche Prinzipien denn in dem Fall heißen? Wie wird es bisher gemacht? Und wie muss man sich einstellen und wo könnte man erste Ansätze finden, wenn man was anderes probieren möchte? In dem Zusammenhang jetzt für mich auch gerade so Reifegrad, Protagonist und System, merke, dass ich in meiner, wenn ich mich da selber reflektiere, ja als Berater eigentlich auch immer wieder in die Situation komme, dass ich feststelle, okay, die Frage ist, bin ich jetzt reif dafür? Ja, und, ist auch berechtigt. Jetzt ist die Frage, würde mich Ihre Meinung interessieren, ist es dann legitim zu sagen, okay, ich nutze die Chance, um auch für mich zu lernen, oder sage ich mal, ziehe ich mich zurück, gebe den Ball ab und suche mir einen anderen Raum zu lernen. Ja, also sozusagen würde ich gerne heute noch viel besprechen. Nur eine ganz kurze Antwort. Es gibt ja, man hört ja beides durch. Es gibt Leute, die sagen, ich habe es gemacht, weil ich keine Ahnung hatte. Und sie sind zu sehr kreativen und guten Lösungen gekommen. Gibt es auch mal. Aber wichtig ist erstens, dass Sie wissen, in welchem Stadium Sie da tatsächlich sind. Und dass Sie abschätzen können, ob das dem Kunden so zumutbar ist und auch was Ihr eigenes System betrifft, weil als Berater sind wir meist ja nicht allein, sondern ist das System lernfähig und lernbereit. Im Normalfall fände ich gut, dem Kunden das zu sagen. Dann wissen Sie, ich bin Spezialist für und das kann ich und da habe ich Erfahrung gesammelt und ich sehe diesen Bedarf bei Ihnen auch. Ich habe den Eindruck, dass da noch eine Reihe von Dingen sind, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Und ich weiß nicht, wie gut ich da sein werde, die mit auf den Schirm zu kriegen. Haben Sie dazu einen Blick? Oder wenn wir merken, wir kriegen was beide nicht in der vernünftigen Zeit mit auf den Schirm, müssen wir darüber nachdenken, ob wir zum Beispiel noch jemanden zuziehen können, eine weitere Expertise, oder ob tatsächlich eine andere Spezialisierung von Beratung besser wäre. Und dann würde ich auch durchaus mich zurückziehen und überweisen. Ich habe ja schon viel geschrieben und plädiere viel für
für Beraternetzwerke, dass die einzelnen Freelancer, aber auch die Beratungseinrichtungen, die sich alle irgendwie spezialisieren, die müssen lernen, sich zu vernetzen. Das nehmen wir hier. Das ist super, das machen aber nicht viele, weil es viel einfacher ist, im Stübchen mit einer Einzelperson was zu besprechen, was die bewegt, und sich auf diese Weise dieser ganzen heutigen unternehmerischen Komplexität vom Geschäftsmodell, Abrechnungsmodell, gemeinsame Supervision und all das zu entwickeln, das ist ein dickes Brett. Aber ohne das können wir komplexe Aufgaben von Unternehmen gar nicht bedienen, weil wir zu klein sind, weil wir es nicht in genügend Sprachen können, weil wir die Branchen nicht kennen und, und. Also da ist unser ganzer Berufsstand noch ziemlich am Anfang. Das ist ja auch total unglaubwürdig, wenn jemand alles will. Ja, ja. Es hat für mich eher auch was von Rollenwandel in einem Beratungsprozess manchmal zu tun. Ne? Also ich komme ja meistens nur das Training und ja, klar. Also man muss sehr viel in den Rückspiegel gucken und das genauso lernend mitbegleiten. Wie ist Ihre Erfahrung, inwieweit ist es denn realistisch, so einen Lernprozess zu initiieren in bestehenden Strukturen, oder inwieweit muss da nicht eine neue Aufgabenstellung, ein neues Team, neue Mitarbeiterkonstellation sein, um so einen Prozess quasi auszulösen? Also ist es nicht unrealistisch, eine Abteilung, die seit 10 Jahren sich selber erfahren hat, zu sagen, gut, wir gehen jetzt in der gleichen Konstellation, ohne dass sich die Aufgabenstellung ändert oder irgendwo sich was ändert, aus sich heraus diese 10-jährige Konstellation da den Veränderungsprozess oder Lernprozess zu beginnen? Ja, das ist eine tolle Perspektive, ich habe keine Antwort dazu. Also es ist, sondern das muss man dann auf solche Fragen kann ich nicht allgemein antworten. Da muss ich dann ein Stück erforschen, um was handelt sich. Und es kann dann sein, dass man sagt, okay, diese Abteilung sind eigentlich, jeder Einzelne ist eigentlich ein toller Typ oder eine tolle Frau. Die haben aber zusammen, sind die so gefangen in Gewohnheiten, aber die haben alle, das kotzt sie langsam selber an. Also da ist auch ein Turning Point. Lass uns ein halbes Jahr, lass es das offen mit Ihnen besprechen, genau so. Und lass es uns ein halbes Jahr gucken, ob signifikante Entwicklungen möglich sind oder nicht. Also im Sinne von Experiment. Und nach einem halben Jahr stellen wir uns die gleiche Frage vielleicht nochmal. Und im Prinzip ist natürlich immer leichter, was Neues aufzumachen mit neuen Leuten. Wenn man von vornherein konsequent die gewünschte Kultur einführt, weil man dann alles in denen in den Vordergrund holt und die haben keine eingespielten Reflexe, mit denen sie das Alte immer wieder aus den Grüften holen. Was natürlich, das weiß man von der Ehe, das weiß man von der Freundschaft, das weiß man ja, kennt man ja alles. Und wenn der prägendste Einfluss mein Kultureinfluss ist auf diese neue Konstellation und das kann nicht konteragiert werden durch aufeinander abgestimmte regressive Einflüsse, ist die Chance, dass sich eine neue Kultur etablieren, indem sich alle auch versammeln und einander anschließen können, natürlich sehr viel größer. Aber, und dann muss man halt gucken, das ist ein Aufwand, das sind neue Leute, das ist ein neues Know-how, haben die genügend Erfahrung im Feld und so weiter. Das ist eine Abwägungsfrage, da habe ich keine fertige Antwort zu. Aber das sind die wichtigen Gesichtspunkte, die man dann in konkreten Beispielen diskutieren muss. Und ich sage immer, lass uns das bestmögliche Experiment probieren, lass uns eine Zeit geben, nimm alle in die Verantwortung und dann können wir gemeinsam entscheiden, ob wir irgendwo hingekommen sind oder nicht. Und was man in einem halben Jahr, wenn man im halben Jahr keinen Fortschritt gemacht hat, wird man in 10 Jahren auch keinen machen. Das muss man auch klar sagen, das ist auf Abbruch. Und da wird ja manchmal am Anfang viel zu viel positive Zuschreibungen, ihr schafft das und so. Ja. Würde ich nicht sagen. Auf der Makroebene, vielleicht kann ich das noch mal kurz sagen. Ich habe noch kurz eine Frage zu der Aussage, wenn Sie es im halben Jahr nicht geschafft haben, schaffen Sie es auch nicht mehr. Oder in 10 Jahren auch nicht. Eine Frage dazu wäre, und dann? Ja, ich glaube, das muss man relativieren. Oder dieses halbe Jahr. Also ich habe es verstanden, wie, wenn Sie es in einem halben Jahr nicht schaffen, dass es vorangeht. Ja. Ja. Also aber nicht fertig sein, sondern das ist mir klar, aber die Frage ist, und dann muss man sich nicht, oder das Team hat sich nicht
auf den Weg gemacht zu verändern? Ja, dann muss man Entscheidungen treffen. Entweder dass man sagt, okay, wir kriegen es offenbar nicht auf die Reihe, machen wir es wie bisher, hält es noch eine Zeit lang, oder lösen wir es auf, da müssen dann geschäftsstrategische Entscheidungen getroffen werden, natürlich. Neuer Teamzuschnitt, neue Aufgaben, neue... Also für mich, dass es nicht rüberkommt mit friss oder stirb, sondern es kann sein, wir alle zusammen, obwohl wir uns bemühen, schaffen es nicht, gegen diese Reflexe anzukommen. Und dann ist es gut, wenn wir in neue Konstellationen gehen. Also das heißt jetzt bitte nicht Bedrohung von Rausschmiss oder so, sondern dann müssen wir halt gucken, können wir das Ganze umarrangieren, dass die Chancen, dass das, was vielleicht alle wollen, in neuen Konstellationen auch wirklich mit genügender Effektivität gelernt werden kann, größer ist. Haben wir genügend Unterstützung gehabt? Also muss man dann analysieren, warum ist es nicht vorangegangen in der Zeit? War es nur verordnet? Eigentlich wollte es gar keiner wirklich. Dieses Sense of Urgence war da gar nicht da. Die haben gedacht, ja, die kommen alle 4 Wochen kommt ein anderes Auto ins Dorf. Und die haben gar nicht verstanden, dass diese Abteilung, ich habe mal bei SEL erste Versuche, GPS zu entwickeln. Ne? In Teamentwicklung beraten vor 25 Jahren, oder wie lange das her war. Und die haben gebastelt, leidenschaftlich gebastelt, aber keiner hatte von denen, hat den Bewusstsein, und haben viele Einzelsachen toll gemacht, aber keiner hat ein Bewusstsein dafür gehabt, dass das ein Markt ist, auf dem ganz viele unterwegs sind. Und wenn nicht mit der genügend großen Intensität und Entwicklungsfortschritt man auf Richtung eines Massenprodukts vorankommt, wird man schlicht verlieren und die Abteilung wird zugemacht. Ich habe denen das gesagt, so wie sie sich verhalten, sehe ich keinen Fortschritt. Ich glaube nicht, dass sie das lernen. Haben sie mich rausgeschmissen. Ein halbes Jahr später wurde die Abteilung zugemacht. Wenn von außen her gesehen wirklich der Lernerfolg geleistet werden muss, muss man klar sagen, und wenn wir da nicht vorankommen können, dann wird niemand deswegen schlecht gemacht, aber dann müssen wir frühzeitig die Reißleine ziehen. Es hat keinen Sinn, in einen leckigen Topf immer neu reinzulernen. Das mögen die Vorgesetzten oft gar nicht so gern. Zum Thema Illusion, da habe ich einen eigenen Aufsatz geschrieben, also fiktive Systeme und Treibsandkommunikation. Das ist dann ganz hochinteressant, wie die Kommunikationsstrukturen sich dann verändern, wenn die sich von der Realitätswahrnehmung abheben und stattdessen lieber weiter an ihre Fiktionen glauben wollen, bis halt dann die Wirklichkeit einbricht. Bevor wir dann in die Untergruppen gehen, würde ich nochmal kurz auch eine persönliche Erfahrung von unserer Unternehmensentwicklung berichten. Einer unserer Lehrtrainer, der hat selbst ein großes Beratungsunternehmen, 35 Leute, ist international tätig, äußerst erfolgreich. Und der kommt aus der systemischen Beratungsecke. Und an den hat sich auch ein sehr erfolgreiches Strategieberatungsunternehmen gewandt. Und da ist eine Abteilung gesagt, wir wollen gerne nicht nur die tollen Analysen abliefern, und dann holen sie die Systemiker fürs Umsetzen, sondern wir wollen eigentlich wirklich auch lernen, für die Umsetzung verantwortlich zu sein. Da wollen wir auch eine besondere Stellung am Markt entwickeln. Und das fand er natürlich toll, weil wir merken auch, in Strategieberatung haben die mit einer allgemein systemischen Qualifikation normalerweise nicht die Erfahrung und haben auch den Markt nicht. Da werden auch sehr viel höhere Honorare bezahlt, hat man auch gern. Prima, so eine Kooperation kann man aus diesen hohen Honoraren auch finanzieren. Und wir spielen zusammen. Und dann hat es ein Jahr, trotz gutem Willen dieser Abteilung, ein Jahr gedauert, bis sie überhaupt zum allerersten gemeinsamen Mal, wo ein kleines Projekt probieren, gekommen ist. Das kam aber dann nicht sehr weit. Dann haben sie endlich einen Kunden gefunden, der auch in Wiesloch gelernt hat, der gesagt hat, ich finde es ganz klasse und ihr beiden bemüht euch so um ein Lernen dieses Verzahnens, dass ich es mit euch probieren würde, wenn ich in meinem Unternehmen einen relevanten Kunden finde. Weil bei uns wird beides mit hohen Umsätzen eingekauft, Strategieberatung und systemische Beratung, aber das folgt völlig verschiedenen Regeln und wird bei verschiedenen Instituten zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingekauft. Und ihr habt das Problem, das zu integrieren, das ist schwer genug, aber wir haben das Problem auch, das zu integrieren. Also wir müssen jetzt praktisch eine unternehmensentwicklungsrelevante Abteilung finden, die das kann, reifegradsmäßig, und die das aber auch will von
ihrem Ressourceneinsatz, sich auf so einen Lernweg zu begeben, beides integriert für sich nutzen zu wollen. Weil die Anstrengungen der Internen, die müssen ja genauso groß sein, sind genauso anspruchsvoll wie die Anstrengungen der Externen, das zu integrieren. Und das haben die in 2 Jahren nicht gefunden. Die haben das nicht geschafft? Nein, haben es nicht geschafft. Aber das ist immer besser. Ja, ich finde es, wir machen da Pioniertagung, um solche Dinge vorzustellen. Ich würde sehr gern, können wir nochmal reden. Ich suche dringend nach Beispielen, wo sowas funktioniert, damit wir die Logik dieser Vorgehensweisen, dass wir die beschreiben können, dass sowohl die Unternehmen als auch die Berater mehr davon verstehen, was auf sie zukommt, wenn sie das probieren. Weil das ist keine einfache Übung. Also es gibt unendlich viel zu tun und ich setze mich zur Ruhe. Wollte es aber nochmal gesagt haben. Und vielleicht können wir an einigen Beispielen heute das nochmal ein bisschen miteinander durchkauen, wie Schritte in der Richtung aussehen können. Ja, jetzt würde ich vorschlagen, dass Sie zu vielleicht 4, Größenordnung 4, möglichst gemischt, diese Cum Nobis Mitwirkenden und die Kunden zusammensitzen und einfach jetzt mal laut reflektieren, so was hat es in mir angeregt, was der Bernd Schmidt da gesagt hat, und das sortiert das meine Anliegen, meine Fragen, und dann würde ich sagen, dass wir später mal gucken, was wir im Raum haben, was sich eignen würde, dass wir das an diesem Beispiel mal zusammen alles ein bisschen durchdiskutieren. Wäre das ein geeignetes Vorgehen? Gut.